So, nochmal eins vorweg. Das habe ich bei der Ankündigung komplett vergessen, was ihr gleich sehen werdet. Dieses Video befasst sich allein weg mit dem VR-Port, mit dem PC-VR-Port dieses Spiel. Das bezieht sich nicht auf Hitman, das Spiel an sich. Hitman ist ein geiles Spiel. Alle drei Teile. Das weiß ich, weil ich habe sie schon im Flat gespielt. Die Spiele sind super. Es bezieht sich nicht auf das Spiel, sondern reinweg nur auf den PC-VR-Port, wo ich hier drauf eingehen werde. Deswegen werdet ihr auch nicht viel Gameplay sehen, sondern nur die Eindrücke, die mir für VR aufgefallen sind. Und die sind nicht gut. Also, ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Ja, Grüße und willkommen, Wurmoschis, hier bei einem neuen Video. Wie man unschwer erkennen kann, spielen wir Hitman 3 VR. Eins vorweg, wenn ihr hier seid, um einen fantastischen PC-VR-Port zu erleben, dann muss ich euch leider enttäuschen. Das werdet ihr hier nicht bekommen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier bei dem Hauptmenü an. Das Hauptmenü ist absolut fein, absolut okay, gibt es keine Probleme. Das Problem ist jetzt, ich spiele über Steam VR. Ich habe mein VR eingestellt und mein Playspace ist jetzt dort, wo der Pfeil hin zeigt. Das heißt, hier. Dieses Spiel zentriert nicht, wo man seinen Haupt-VR hin ausgerichtet hat. Man kann ja einfach neu zentrieren, zurücksetzen. Machen wir das einfach mal. Gucken, was passiert. Jetzt ist es da oben. Ziemlich weit hoch. Kann man machen. Guck mal, wie gut das funktioniert. Das nächste ist jetzt, die Grafik ist absolut unterirdisch in VR. Das ist, hat so eine niedrige Auflösung. Wahrscheinlich, wie viele vermuten, hat das eine dynamische Auflösungsregelung. Die ist nicht abstellbar. Das ist alles eine verschwommene, matschige Scheiße vor mir. Das geht gar nicht in der Brille. So sieht es auf jeden Fall unter der Brille aus. Ich versuche jetzt mal einen Vergleich zu machen, wie das in der Monitorübertragung aussieht. Wie das dann eventuell aussehen sollte, es aber nicht tut. Und so sollte es eigentlich jetzt aussehen. Ich versuche das näher ran zu zoomen, zu verdeutlichen, wie das unter der Brille eigentlich in Wirklichkeit aussieht. Es hilft auch nicht, das Supersampling in Steam VR oder sowas hochzustellen. Es hilft. Man kann mal machen. Aber um was visuell zu sehen, was sich verbessert, muss man, glaube ich, schon über den 200% gehen oder noch höher. Aber dann ruckelt das Spiel. Ist auch geil, ne? Ist richtig geil. Weil wenn man sich jetzt anguckt, Effekte und sowas, Reflexion und sowas, das sieht alles ja, das ist ja da. Bloß warum ist die Auflösung so niedrig? Warum haben wir keine fünfte Grafikoption? Das geht nicht, Leute. Das muss man doch wissen. Das ist ein AAA-Studio, das ein Jahr an dem VR-Update arbeiten konnte. Ich verstehe auch nicht, nee, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie man sowas abliefern kann. Jetzt haben wir ja das Nächste. Das ist unser Körper. Wir haben ja jetzt richtig toll neu mit der PC-Version haben wir jetzt ja die Motion-Control-Unterstützung. Wir können beide Hände getrennt benutzen. Ist ja cool. Also Grip-Taste macht schon mal nichts, nur Trigger schließt die Fäuste. Weil, man muss bedenken, dieses Spiel ist immer noch ein, hauptsächlich ein Flat-Spiel, was ein VR-Port hat. Aber es gibt Mods von einzelnen Personen, die sowas eingebaut haben von dem Spiel, was das gar nicht hat. Und das funktioniert 3 Millionen Mal besser. Das ist ja jetzt der Kicker. Ich kann mich ja jetzt hier so weit drehen. Das ist ja auch kein Problem. Aber dann hört es auch auf. Gehe ich jetzt rückwärts? Gehe ich aus meinem Körper raus? Dieses Spiel hat kein fucking 3-Dorf-Room-Scale VR. Jetzt bin ich hier. Es ist ein Schleichspiel. Ich möchte mich als VR-Spieler immersiv in das Spiel reinversetzen. Ich möchte schleichen. Ich duck mich jetzt. Geht nicht. Ich gehe aus meinem Körper raus. Ducken ist mit einer verkackten Taste. Ist auch gar kein Problem. Manche Leute möchten im Sitzen spielen. Dann drücke ich eine Taste fürs Ducken. Aber ich möchte die Option haben, dass ich mich in echt ducken kann, wenn ich schleiche. Diese Hand, die könnt ihr wegschmeißen. Die könnt ihr komplett wegschmeißen. Die braucht ihr nur für einmal werfen, zielen. Und wenn ihr boxen wollt. Aber das könnt ihr auch mit der rechten Hand. Diese Hand, die linke Hand ist komplett
überfällig, überflüssig. Die braucht ihr nicht. Die ist komplett weg. Das ist das Allertollste. Dieser verdammte, beschissene VR-Port hat keine Linkshänder-Unterstützung. Das heißt, man muss alles mit dieser Hand machen. Wenn man sieht, dass die Waffen haben kein Gewicht und nichts, oder Gegenstände. Ich habe das ja in der freien Hand. Wenn man ein bisschen zittert, das ist, ich kann mit rechts nicht zielen. Ich muss mit rechts die Waffe bedienen. Ich muss mit rechts die Klavierseite bedienen. Ich muss mit rechts werfen. Ich muss mit rechts Objekte benutzen, interagieren. Ich muss alles mit der rechten Hand machen. Das kann es nicht sein in einem VR-Spiel, dass man das nicht tauschen kann. Man kann nicht beide Hände greifen. Die sagen, du kannst keine Gegenstände in, du kannst nichts machen. Diese PC-VR-Portierung ist ein absoluter Witz. Anders kann ich es nicht sagen. Sie ist einfach ein Witz. Deswegen habe ich jetzt auch nicht viel vom Gameplay gezeigt, weil was bringt dir das, wenn das Spiel scheiße aussieht, es sich scheiße steuert als Linkshänder und allgemein diese Macken hat. Ich rede jetzt von meiner Meinung. Wenn dir das Spiel gefällt, alle Kraft für dich und super viel Spaß. Hätte ich dafür 60 Euro ausgegeben, hätte ich mich verarscht gefühlt. Ich verstehe auch nicht, dieses Spiel wurde doch so hoch gelobt in, für die PSVR, also dass VR so gut ist. Und im Grunde genommen, das ist 1:1 ein PSVR-Port. Bei der niedrigen Auflösung angefangen, bis hin zu der bescheuerten Steuerung. Da ist aber mehr den Entwicklern geschuldet, weil die das Gamepad genommen haben, anstatt die Motion Controller. Was aber auch hundertprozentig funktioniert hätte, damit zu steuern. Das ist für mich kein VR. Entweder sind die Erwartungen von PSVR noch so niedrig, was VR betrifft, oder ich bin vom PC-VR einfach zu verwöhnt. Aber so möchte ich dieses Spiel im momentanen Zustand einfach nicht spielen. Ich kann es nicht spielen als Linkshänder. Eine Option, dass einfach die Gegenstände, da ich ja eh nicht wechseln kann oder so, ist das nur die, sag schon. Das hätte mich greifen, wenn die Modelle gespiegelt sind. Wenn einfach statt hier, wupp, spawn die Gegenstände hier. Alles kein Problem. Ja. 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 Eine extreme Enttäuschung für einen PC-VR-Port. Wenn die das nicht patchen, dann wird es auch eine Enttäuschung bleiben, soweit es mir tut. Ich habe jetzt einfach mal eine Mission mehr, wo mehr passiert, angemacht. Jetzt guckt euch doch mal diese niedrig aufgelöste Scheiße an. Das kannst du doch keinem antun. Das alles in der Distanz sieht aus, als ob ich eine verdammte Brille brauche. Als ob ich nichts mehr erkennen kann. Das kann man heute... Das ist... Nee. Guck mal, jetzt die Figuren. Die haben eine Glatze. Da sind immer die Haare nichts gespawnt. Jetzt gehe ich da dichter ran. Bumm. Sind die Haare da. Das LOD ist komplett runtergeschraubt. Das ist... Ich zock hier auf einer RTX 2080 Ti mit 32 GB RAM und einer Risen Schlag mich tot. Das ist keine fucking PSVR, Mann. Die Kisten können das. Die haben das doch so hoch gelobt in ihrem Video. Dass die doch den PC-Port so wie ans heutige VR-Erlebnis anpassen wollen, dass das so geil wird. Was ist das hier für eine Kotze? Das... Siehst du, die Hände sind automatisch hoch. Ich kann hier rausgehen und das ist... Ja, das ist... Das macht... Das ist... Nein, das macht einfach keinen Spaß. Schlicht und ergreifend. Deswegen wird es auch nicht viel Gameplay geben, weil es für mich halt mehr oder weniger unspielbar ist. Für mich ist es momentan persönlich einfach nur ein Walking-Simulator, um sich die Gegend anzugucken. Um das richtig zu spielen, da hätte ich nicht wirklich Böcke zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Übrigens, wenn ihr auf die linke Hand guckt, dafür ist die linke Hand auch noch gut, dafür könnt ihr die benutzen, das hätte man aber auch mit der Rechner machen können. Könnt ihr die Aufträge und die Minikarte einblenden. Die Minikarte müsst ihr übrigens vorher einblenden in VR. Die ist ausgestellt unter Allgemein oder Spiel-Gameplay und dann unter Minimap. Ja, das war es auf jeden Fall von mir. Und ich kann nur dazu sagen, wenn ihr es nicht im Game Pass habt oder für unter 13 Euro kriegt, kauft es nicht. Tut euch es nicht an. Wartet auf den Sale. Gebt für diesen VR-Pop, wie er momentan ist, nicht mehr als 10 oder 13 Euro aus oder holt euch für 1 Euro einmal diesen Game Pass und schaut es euch dahin. Das ist, wenn ihr es wirklich reinweg nur für VR wollt, wenn ihr es irgendwann mal richtig normal, regulär auf Flat spielen wollt, ist Hitman ein super Spiel. Hitman ist top. Es geht jetzt nur um den VR-Port. Gut. Da
Das soll es von mir gewesen sein. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Petzmaul.